Ja, und willkommen zu einer neuen Folge Warum zusammen mit dem Balu. Ich bin Balu. Wir gehen auf den Server und letzte Folge ging ganz viel ab. Wir waren auf dem Server und nicht Balu, sondern Basti und Veni sind auf den Server gekommen. Wir haben gedacht, wir werden angegriffen, aber nein! Nein, sie haben uns nicht gesucht, gefunden. Getan. Und wir haben ganz viele goldene Äpfel gefarmt letzte Folge und haben uns hier versteckt, aber jetzt geht's wieder raus. Richtig, sie haben uns nicht gesehen. Wollt ihr sicher nicht fighten? Ach, Veni Boy. Der hat uns das letzte Folge schon angeboten, aber um es hier nochmal zu sagen, wenn wir jetzt gerade schon da sind, wir haben halt echt Schiss und wir wollen uns halt noch ein bisschen preparen. Und wo wir jetzt gerade das Sugarcane haben, denken wir uns, YOLO, wir haben es drauf. Nah, we ain't gonna do that shit. Sag mal, ja? Ich habe ja überall Protection auf meiner Rüstung, du wahrscheinlich auch. Lass uns nochmal, ich meine, Sugarcane anpflanzen, nach der überhaupt geil sind. Was? Dann lass uns mal irgendwo ein bisschen safe gehen gerade. Aber hier in der Nähe, damit wir hier auch noch Mobs klatschen können. Und dann lass mal gucken, was wir verzaubert kriegen mit dem Duft, was wir schon haben. Boah, was hältst du davon? Ich hab da hinten nur ein Licht gesehen. Es ist ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Da ist ein Creeper coming to us. Ich mach ihn kaputt, denn er soll uns nichts tun. Oh nein. Oh ja, der Creeper. Oh ja, der Creeper. Wie viel Sugarcane hast du jetzt? Jetzt habe ich 20 Sugarcane. 20, das sind immerhin Bücher. Das Doppelte von 10. 6 Bücher sind das. Das sind viele Bücher. Jetzt sag mir bitte, dass du den Verzauberungstisch hast. Ich habe den nämlich nicht. Yes, I got it. Und den Amboss? Und den Amboss auch, ja. Ja gut. Dann komm hier und bau mal auf. Ich trage ja richtig edles Gut mit mir rum hier. Ja, du hast einfach das Wichtigere. So, gimme. Ich um mein Holz. Oh, genau. Hab 20 und rein da. Renn da! So. Mach mal zu, Woll. Genau. Ja, so. Schmeiß meine goldenen Äpfel weg. Geil. Machen wir uns hier so eine kleine Mini-Basis. 1, 2, 3, 4 und hier einmal die 5. Ja, also ich wollte es jetzt nicht übertreiben, ne? Ich wollte nur ein bisschen was verzaubern. Ja, klar, aber hier müssen ja auch irgendwie die Sugarcanes angepflanzt werden, weißt du? Ach, du wolltest jetzt wirklich noch welche anpflanzen? War das nicht deine Idee gerade? Nee, ich hätte jetzt Bücher gemacht. Aber ist okay, wir können auch gerne was anpflanzen. Nee. Okay, pflanzen wir ein bisschen was an. Dann wird das ja diese Folge nichts mehr. Und dann wird er wieder weggeportet und dann ist alles wieder weg. Ach, weißt du was? Nehmen wir einfach den Sand für TNT und fuck it. Ja, genau. Stell mal bitte den Verzauberungstisch hin. So, ich mache erstmal den hier und den hier. Den hier, sagte ich. Und den hier. Bang, dankeschön. So, jetzt mal. Ja, du hast noch das ganze Sugarcane. Gibst du mir harten Bücher? Denkfehler gehabt. Warte. Lass mal kurz die Blätter hier und dann. Wo ist mein Leder, Alter? Hast du noch Leder? Ich hab das alles. Ich hab alle Leder. Hier, guck mal. Da habe ich aber kurz schon einen Herzkasper gehabt. Ja, ist noch im Haus, müssen wir leider zurück. Ja, gut. Ja, hier hast du 3, ich habe auch 3. Ah, schanke Dön. Bitte schenk. So. immer diese YouTuber, die immer nur so sagen und nichts anderes können. Oder normalerweise schneide ich das immer raus, aber kann ich nicht. Dann nehme ich jetzt hier das Buch und ich glaube, ich tue das jetzt in den Zauberungs- einfach. Das nervig. Ich habe ja noch Sharpness 1. Kann ich das auf meine Sharpness 3 drauf machen? Will kein Power 1. Was hast du Sharpness 1? Das war eine dumme Frage. Funktioniert nicht. Hast du Sharpness 1 gekriegt? Ich habe schon Sharpness 1 Buch mit mir rumgetragen. Ja, dann gib mir das mal her, weil dann habe ich ein Sharpness 2 Schwert. Hier, gönn dir. Geht das überhaupt? Das war nämlich meine Frage, ob du es da drauf machen kannst. Ob du auf Sharpness 1. Echt? Aber ich dachte, du brauchst das. Nee, also ich habe Sharpness 2, das reicht mir. Aber wie dumm ist das denn? Jetzt habe ich Sharpness 2. Das hättest du mir schon mal eher geben können. Ja, sorry, Mori. Ja, echt mal. Ich hätte jetzt sogar noch Sharpness 1, hätte ich sogar noch aufs Buch bekommen, wenn ich es jetzt hier verzaubern würde. Hä, geht das denn überhaupt? Weil ich habe es gerade bei mir versucht, bei meinem Schwert, und da ging es nicht. Da konnte ich nicht Sharpness 3 machen mit. Mit was? Mit Sharpness 1 Buch? Ja. Nee, geht auch nicht. Du brauchst Sharpness 2, ne? Ja, okay, dann hab ich das richtig verstanden. Aqua Affinity. Protection 1, das ist schon mal nice. Ich kann nur Aqua Affinity und Dings drauf kriegen. Warum? Meinen Helm kann ich noch verzaubern. Auch Sharpness 1. Ich hab meinen Helm noch nicht verzaubert, Alter.
Soll ich da Protection? Warte, warte, ich hab Projectile Protection. Kannst du draufsetzen hier. Tolate, das ist kein Kopfschuss. Ne, Projectile Protection habe ich schon auf meinen Beinen. Ja, dann kannst du das dazu craften. Dann kann ich Projectile Protection 2 machen, oder? Oh ja, genau. Tatsache. Kostet sogar nur 2 Level. 2 von 3 kann man sich ja mal gönnen. Weil, warum nicht? Schutz gegen Bogen ist immer gut. So, ich habe jetzt noch ein Sharpness 1 und ein Power 1 Verzauberungsbuch gekriegt. Mm-hmm. Power 1 bringt uns mal gar nichts. Sharpness 1, ich bräuchte noch einmal ein Sharpness 1 Buch. Könnte ich dir sogar machen. Ich habe nämlich gerade hier Sharpness am Stüssel in meinem Enchantment. Bitte, 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 dann gib. Warte. Dann hätte ich sogar ein Sharpness 3 Schwert. Oh, geil, dankeschön. Bitteschön, ich habe dich angekotzt. Ich bin ein bisschen Kotze dran. So, schau ich mal, was ich hier noch kriege. Nee, warte, geht das in Sharpness 1 und... Power, oh, ja. Power und Efficiency. Kann ich mit beidem nichts anfangen? Was mache ich jetzt? Nein, hast du noch 5 Level? Nee, 2 nur. Nein, hast du noch 5 Level? Nee, nur 2. Okay, dann muss ich raus. Ich muss Mobs klatschen. Muss ich raus. Noch ganz schnell 5 Level. Dann die Luft ist mir so stickig. Oh nein, und es ist Tag geworden. Ach, fuck it. Das ist ein Schaf. Gib mir Sharpness. Quatsch, gib mir Level. Oh Gott, dieses blöde Gebimmel. Was für ein Spülmaschine schon wieder? Nee, ich krieg mein Discord-Gebimmel hier nicht aus. Irgendwie. Ich versuch's schon seit 2 Tagen und ich jedes Mal in der Aufnahme, wenn irgendwas passiert, krieg ich immer so ein. Und weil immer so 2 Leute halt die ganze Zeit. Du brauchst nicht mehr Level. Ich brauche auch ein bisschen Level. Nein, wofür? Weiß nicht. Ja. Ich brauch 5 Level für Verzaubern. Brauchst du noch Bücher, mein Guter? Nee, wieso? Können wir doch nichts mehr machen, oder doch? Ach, du musst noch was zusammenfügen, oder was? Ich muss nur noch, also dann habe ich ein Sharpness 3 Schwert, ne? Wäre schon geil, aber brauch halt gerade noch ein bisschen Level. Was, hast du denn noch Bücher? Ich dachte, wir hätten nichts mehr. Ja, ich habe noch 2 Bücher und ich habe noch ein Projectile Protection Buch, ein Protection 2 Buch sogar noch und ein Respiration 3. Junge, warum craftest du denn da nicht zusammen mit? Ja, weil du hast nicht danach gefragt. Wir haben seitdem nicht mehr verzaubert, Mann. Oh Mann, vor allem in dem Protection 2 Buch hast du noch. Ich könnte dann locker Protection 3 auf meine Brustplatte machen zum Beispiel. Ja, das wenn ist. Wenn wir noch genug Idee. Level hätten. Aber es ist natürlich jetzt wieder Tag und es gibt nicht genug Level zusammen. Ich glaub selber gar nicht genug Level, weißt du. Ja, dann darfst du auch Mobs töten, ich erlaub's dir. Also das zu merken, wo unsere Wohnung ist, ist super einfach. Einfach dem Fluss hier folgen. Deswegen können wir hier ein bisschen YOLO rumlaufen. Aber irgendwie sehe ich jetzt gerade keine fucking Mobs. Nee. Nur Hühners. Und Hühners, deren XP sind irgendwie scheiße. Und ja, und hier, warte mal, das ist ein Hase. So ein Kothaufen an XP. Ja. Die geben dir so viel XP, so groß wie die Kacke von denen ist. Ja, sowas wollte ich nämlich auch gerade sagen. Danke. Also, was hast du noch an Verzauberungsbüchern? Erzähl nochmal bitte. Respiration 3, was bringt das nochmal? Ich weiß gar nicht, was Respiration ist. Irgendwas wie schnell unter Wasser bewegen oder so. Projektile Protektion 1 nochmal. Ja, das habe ich dir gegeben. Nee, das habe ich glaube ich schon auf meine Beine gemacht. Das hatte ich glaube ich schon. Achso. Jetzt, wo ich es ja gut. Und dann noch einmal Protektion 2. Hast du irgendwas mit Protection 2, das du zu verzaubern könntest? Ne. Dann kannst du ja nur mir geben, weil ich habe schon eins, was ich 2 habe. Miese Breeze. Ja, ich hoffe, ich würde noch irgendwie ein Protection 1 Buch kriegen. Ja, das wäre natürlich. Wenn du noch Bücher hast, Lehre, dann könnte es das noch passieren. Dann könntest du auch was machen mit 3. Ja, dann was? Bücher hast du noch? 2 an der Zahl habe ich sogar. Lehre, ja gut, okay. Ja, dann kannst du ja noch probieren. Was wollte ich sagen? Achso, Respiration ist unter Wasser atmen. Ah ja, ja, aber unter Wasser atmen? Ja. Oh! Das ist doch gar nicht mal so wack. Das kannst du einfach auf den Helm zusätzlich verzaubern, wenn du willst. Oh, ui, da geht mir jetzt aber eine ab, Alter. Hallo, nein! Mein Hut. ja, also ist auf jeden Fall gar nicht mal so unnütz. Weil ich meine, wenn man mal irgendwie unter Wasser ist oder... Ja, gut, nicht, wann will man denn schon mal unter Wasser kämpfen? Aber ja, nimm mit, was du hast und dann... Aber ich würde es, glaube ich, als allerletztes irgendwie drauf machen. Weil ich glaube, da haben andere Verzauberungen noch höhere Prioritäten, ehrlich gesagt. Weil, ist ja nur zusammencraften, ist ja jetzt nicht so schwierig eigentlich. Ja, es geht mir da mehr um die Level, aber ich meine, wann bist du denn schon mal unter Wasser und kämpfst da auch, ne? Ist schon relativ selten. So, ich habe meine 5 Level zusammen, yay! Hat halt einen leichten Vorteil, but wofür? Boah, so. Das war in dem Mindshift, oder? Sonst sowas Hohes hätten wir sonst nicht selber verzaubern können eigentlich. Nee, das war auf jeden Fall im Mindshift, ja. Wo ist denn jetzt hier unsere Höhle? In die Richtung da. In die, wo ich hingucke.
Follow me. Na gut. Ausnahmsweise. Hast du noch rohes Fleisch, dann könntest du das braten. Dann hättest du auch noch ein paar Level. Oh ja, 27 sogar. Ah. Ah, du bist so schlau, Bluey. Ja. Oh, Bluey. Deswegen bin ich dabei und Oh, Pluru. Du nicht. Warte. Oh, Bluey. Pluru Pilz. Hallo, ich bin's. So. Hast du zufällig noch Koblestone? Koblestone? Hast du in die Kiste getan? For real? Oh ja, Tatsache. Dann einmal. Gut, dass ich sowas weiß. So. Dann einmal den Shit dahin, das da rein. Da hab ich ein Sharpness 3 Schwert. Was hast du für eins? Du hast ein Sharpness 3 Schwert auch, ne? Zwei. Ha! Sharpness 3 ist doch auf jeden Fall gut. Ja, jetzt hab ich das bessere Schwert. Günther. Jetzt mach mal hier keinen Miesen, okay? Ja? Sonst krieg ich Stress. Mach mal hier noch ein paar mehr Öfen, damit du noch ein paar mehr XP kriegst. Krieg ich dann mehr, wenn es aufgeteilt ist? es geht vor allen Dingen schneller. Die Folge ist doch höchstens auf 4 Minuten. Ah, so. Ja, gut. Ich hab keine right now. Mach mal so 5 Öfen oder 20. Ach, 3 reichen doch, oder? Klar. Ich habe nämlich auch noch rohes Fleisch und dann kann ich das reinbacken. Für das bisschen. Zack. So, hier, bitteschön. Mach mal so. Kannst du dir das gleich alles rausziehen und hast noch ein bisschen mehr Level. Und nochmal eben den hier, das kommt auch nochmal da rein. So. Was wollte ich jetzt machen? Genau. Ich wollte nochmal Protection mal gucken, ob ich das hier irgendwo drauf machen kann. Hol mir mal noch ein paar Level, dass ich vielleicht auch nochmal wenn du nicht genug hast, dann Buch für dich verzaubern kann. Das wäre so eine Verschwendung, Protection 2 auf meinen Protection 1 Brustpanzer zu machen, oder? Nein, wäre es nicht. Warum? Was soll ich machen? Weil da habe ich Protection 2. Ja, und dann kannst du noch dein... Warte, was? Du willst jetzt das Buch auf deinen Protection... Ja, das wäre schwach. Ja, genau, deswegen frage ich, ob das ist gar nicht mal so schlau. Das wäre schwach. Weil ich würde voll gerne... ich verzauber jetzt einfach mal ein Buch auf Level 1, damit ich diese Scheiße wegkriege. Ja, warte, ich kann ja auch noch eins. Warte mal. Du hast noch ein leeres Buch, oder? Was? Das ist jetzt wohl ein bisschen blöd. Was? Ich jetzt mal nichts zu. Was? Yep. Ich bin hinter dir. Sag was. Was hast du gemacht? Ich habe kein Buch mehr. Warum nicht? Weil ich sehr, sehr unbedacht eine Verzauberung weg haben wollte und dann bemerkt habe, wie blöd das eigentlich ist. Du hast nicht zufällig ein Sugarcane, oder? Nein. Naja. Ich sehe, was du gemacht hast. Okay, ich mache einfach mal das Protection-Ding auf meinen Brustpanzer, ne? Egal wie. Nein, ich habe schon, dann gib's lieber mir. Ich habe schon Protection 2, dann hätte ich Protection 3. Dann gehe ich in den Nahkampf. Ich habe eher stärkeres Schwert. Okay, ja, komm, gönn dir. Dann tank du. Dann bin ich vielleicht auch der eher stirbt, aber scheißegal. Ja, gut, weil man dann kann. Habe ich noch irgendwo. Die Frage ist nur, habe ich genug Level dafür? Ich weil kann noch ein bisschen Zeug daraus holen. Es wird in Varro viel mit Bögen gekämpft, ist mir aufgefallen. Deswegen wäre es gar nicht mal so blöd, die Protection noch irgendwo drauf zu tun. Und das. Ah, das geht aber gar nicht hier. Warum geht das nicht? Kann ich das denn auf meine Schuhe machen oder so? Der hinten und vorne nicht. Warum geht denn die Kacke nicht? Was denn? Ich kann Protection nirgendwo drauf machen. Nein, wenn du schon normale Protection hast, kannst du nicht hinzufügen. Ah, das ist gut zu wissen. Ja gut, dann gibt nur eine Art von Protection leider. Kann ich nicht mehr viel mit meinem Leben anfangen gerade irgendwie. Ja, dann such mir Mobs. Ich würde jetzt nochmal den Rest hier mitnehmen. Ja, lass mal noch stehen, ne? Ich brauche noch den Amboss. Ja, genau. Pack alles ein. Ich brauche nur den Amboss, den können wir nachher noch aufstellen. Holz ist egal, das Powerbuch. Warte mal, wo kommt dieses Buch her? Ich hatte auch noch ein Power 1 Buch. Das hatte ich von schon vor länger her. Nein, ich meine das leere Buch. Nein, da ist ein leeres Buch drin. Nein. Bin ich jetzt total hängen geblieben? Habe ich jetzt gerade eben die ganze Zeit ein leeres Buch in meinem Inventar gehabt? Das kann gar nicht sein. So bescheuert kann ich doch gar nicht sein. Was ist los? Ich dachte, deine Krankheit ist vorbei. Habe ich das? Warte, ich will jetzt von euch wissen, ob das da jetzt die ganze Zeit war, sonst denke ich, sonst bin ich doch total verrückt, Alter. Was? Oh mein Gott. Was geht mit mir ab? Rotpilz einfach brain dead. Okay, ich werde in 30 Sekunden gekickt. Komm doch mal raus, wo ist die Base? Ah, wo ist die Base? Siehst du den Fluss nicht? Doch, aber ich weiß trotzdem nicht, wo unsere Base ist. Du musst dem Fluss quasi folgen. Ich bin hier bei der Base. Wo bist du? Ich bin in der Nähe anscheinend. Louis!
Nein, Rotpilz, nein. Ich buddel mich da einfach ein in der Höhle, ne? Ja, mach das. Dann buddel du dich am besten auch mal ein. Ach du Scheiße, Alter, was... Ja, ich bin in der Nähe am Fluss, aber kein Plan, wo genau. Nicht so schlimm. Okay, dann werden wir auf jeden Fall zeitnah... Oh, scheiße, hab ich nicht mehr zugekriegt. Dann werden wir zeitnah das auf jeden Fall dann irgendwie zumachen oder abhauen oder so. Genau. Ich hoffe, dass da keiner vorbeiläuft, weil er würde dann instant finden, was da abgeht. Ja. Oh shit. Ja gut, dann würde ich sagen, das war's dann mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und seid froh, dass wir ein bisschen was geschafft haben. Die nächsten Folgen wird dann auf jeden Fall gebattelt, also wir haben eure Schreie gehört, dass wir endlich mal wieder was tun sollen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann von uns. Guckt auf jeden Fall beim Balui vorbei. Und bei Rotpilz. Bei mir auch. Und ja, lasst ein Like oder ein Kommi da. Wir sehen uns dann das nächste Mal. Und tschüss. Haut rein. Tschüss.